Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeugklärer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum zweiten Teil der mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe Mastering the Hurter. Los geht's! Was ihr gerade gehört habt und gesehen habt, ist eine Anwendung dessen, was euch in diesem Video erwartet. Es geht um eine rhythmische Figur, die in erster Linie unter dem Begriff Hurter bekannt ist. Im ersten Teil ging es um die Grundlagen, die Definition und ich habe erste Vorübungen fürs bessere Verständnis des Hurters gezeigt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, es ist in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt oder du klickst direkt hier oben auf die Infokarte. In diesem Tutorial werde ich den Rhythmus des Three-Note-Hurters mit Achteltriolen verknüpfen. Im Laufe der Reihe werde ich den Hurter in weitere Subdivisions transferieren, verschiedene Akzente und Flams einbauen und den Hurter am Set orchestrieren. Die notierten Übungen zu meinen Videos findet ihr im Übrigen auf www.deinschlagzeuglehrer.de. Der Link zu meiner Seite steht ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Abonnentinnen und Abonnenten von www.deinschlagzeuglehrer.de haben kostenlosen Zugang zu allen Noten und zu allen Videos. Alle anderen finden gegen ein kleines Entgelt die Noten auf meiner Homepage im Shop-Bereich. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, was ein Hurter überhaupt ist. Der Hurter ist ein sogenanntes Hybrid-Rudiment aus der Familie der Single-Stroke-Rolls. Ein Hurter sind zwei aufeinanderfolgende schnell gespielte Single-Strokes gleicher Notenlänge, gefolgt von genau um die Hälfte langsamer gespielter Single-Strokes gleicher Notenlänge. Nun möchte ich euch gerne ein paar Übungen zum Hurter mit Achteltriolen zeigen. In diesem Video geht es also, wie bereits erwähnt, darum, den Three-Note-Hurter ternär zu spielen. In dieser Subdivision bettet sich der Hurter am natürlichsten ein, da sich der Rhythmus des Hurters nicht innerhalb der Subdivision verschiebt. Die Grundlage sind demnach Achteltriolen. Achteltriolen sind drei gleichmäßig gespielte Noten auf einen Pulsschlag, in unserem Fall auf eine Viertelnote gesehen. Hier ein Beispiel zur Verdeutlichung. Meine Bassdrum läuft jetzt in Viertelnoten, während meine Hände rechts und links Achteltriolen spielen. Das klingt dann wie folgt. Achteltriolen zähle ich übrigens 1 Tita, 2 Tita, 3 Tita, 4 Tita. In den folgenden Übungen kommen nun immer zwei zusammenhängende Takte vor. Der erste Takt ist der Takt, den ich als Basistakt bezeichne. Das ist der Takt, in dem durchgehende Achteltriolen gespielt werden. Der zweite Takt ist dann der Takt mit dem Hurter. In Übung A, diese seht ihr jetzt eingeblendet, ist der Basistakt rechts und links abwechselnd zu schlagen. Der zweite Takt hat die Figur des Hurter auf den Downbeats, also auf den Zählzeiten 1, 2, 3 und 4. Da per unserer Definition beim Hurter die ersten beiden Schläge genau doppelt so schnell gespielt werden wie die darauf folgenden Noten, werden die ersten beiden Noten des Hurter sextolisch gespielt, denn Sextolen sind genau das Doppelte von Achteltriolen, genau wie reguläre Sechzehntelnoten genau das Doppelte von binären Achtelnoten sind. Die beiden folgenden Noten sind dann in unserem konkreten Fall wieder normale Achteltriolen. So klingt die Übung A in Tempo 60.
Die gleiche Übung in Tempo 90. Die gleiche Übung in Tempo 120. Bei Übung B ist der zweite Takt identisch zu Übung A, der Basistakt jedoch hat ein anderes Sticking. Konkret rechts, rechts, links. Also rechte Hand, Linkhand. Dieses Sticking habe ich natürlich bewusst gewählt, weil sich das Pattern der rechten Hand, ob im Basistakt oder beim Hörter, nicht ändert. Nur die linke Hand ändert etwas im zweiten Takt beim Hörter, nämlich den Schlag zwischen den zwei rechten Schlägen. Der Schlag auf dem Ta ist auch schon im Basistakt mit der linken Hand zu spielen. Übung B klingt also wie Übung A. Lediglich das Sticking im ersten Takt hat sich zu A hin geändert. Übung B in Tempo 60. Ein Tita, zwei Tita, drei Tita, vier Tita. Übung B in Tempo 90. Übung B in 120. Kommen wir zu Übung C. Übung C hat den gleichen Basistakt wie Übung A, also rechte Hand, linke Hand spielen abwechselnd. Jetzt verschiebt sich allerdings der Hörter um 2/8 Noten nach hinten. Das heißt, der Hörter beginnt nicht mehr auf den Downbeats 1, 2, 3, 4, sondern die Hörterfigur beginnt auf dem Ta. Das ist die dritte Achteltriole, also ein Ti Ta. Und dort befindet sich dann der Hörter, das könnt ihr natürlich auch anhand der Noten sehen. Ich spiele euch die Figur wieder vor, zunächst in Tempo 60. Übung C in 90. Übung C in 120. Ein Tita, zwei Tita, drei Tita, vier Tita.
In Übung D ist der zweite Takt jetzt genau identisch zum zweiten Takt in Übung C. Das heißt, der Hörter liegt auf der dritten Achteltriole, also auf dem Ta. Aber der erste Takt ändert sich. Es bleibt natürlich bei Achteltriolen, aber das Sticking ändert sich wieder. Anstatt dass wir jetzt rechts, rechts, links spielen, spielen wir rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Und zwar aus dem gleichen Grund wie bei Übung B. Das Sticking der rechten Hand bleibt exakt das gleiche. Ob ich jetzt einen Hörter spiele oder nicht, spielt für die rechte Hand eigentlich gar keine Rolle, nur für die linke Hand. Die hat natürlich dann diesen Zwischenschlag zusätzlich zwischen dem Ta und dem Downbeat von der rechten Hand. Übung D in Tempo 60. Übung D in Tempo 90. Übung D in Tempo 120. Die Übung E ist ähnlich zu Übungen A und C, zumindest im ersten Takt. Allerdings nicht ganz, denn wir beginnen jetzt nicht mit der rechten Hand, sondern mit der linken Hand, die durchgehenden Achteltriolen. Das heißt, wir haben jetzt immer links, rechts, links, rechts, links, rechts und so weiter. Das habe ich deswegen gewählt, damit die Hörterfigur im zweiten Takt weiterhin rechts geführt bleiben kann. Ich habe sowieso noch am Schluss ein paar Übetipps, also nicht wundern, wir werden alles Mögliche da noch durchexerzieren. Also, Übung E beginnt die Achteltriolen im ersten Takt mit der linken Hand. Und die Hörterfigur im zweiten Takt verschiebt sich auf das Ti, also die zweite Achteltriole. Ein Ti, dort kommt die Hörterfigur und wie ihr natürlich auch in der Notation sehen könnt, es bleibt erstmal weiterhin rechts geführt. Übung E in Tempo 60. Übung E in Tempo 90. Übung E in Tempo 120. Last but not least Übung F.
Übung F hat natürlich wieder im zweiten Takt genau das gleiche wie bei Übung E. Das heißt, der Hörter beginnt auf der Zählzeit T, auf der zweiten Achteltriole. Allerdings ändern wir wieder das Sticking ab vorne im ersten Takt. Wir beginnen jetzt wieder mit der linken Hand, aber das Sticking ist jetzt links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Aus dem gleichen Grund wie schon bei Übungen B und D, weil sich dann das Sticking für die rechte Hand, wenn man die Hörterfigur spielt, eigentlich, was heißt eigentlich, sie ändert sich nicht, nur die linke Hand hat wieder eine kleine Abänderung, nämlich zwischen dem T und dem Ta im zweiten Takt kommt ein zusätzlicher linker Schlag. Übung F in Tempo 60. Übung F in Tempo 90. Übung F in Tempo 120. Nun habe ich noch ein paar Übetipps für dich. Tipp Nummer 1. Beginne alle diese Übungen auch handtechnisch umgekehrt und tausche so den Handsatz rechte Hand gegen linke Hand aus. Also bei Übungen A bis D auch mit links beginnen, bei den Übungen E und F auch mit rechts beginnen, sodass wir wirklich einmal komplett die Hände getauscht haben. Das heißt, ihr bekommt weitere 6 Übungen dazu. Tipp 2. Bislang haben wir alle Übungen zweitaktig in einem Viervierteltakt gespielt. Der erste Takt war immer unser Basistakt, im zweiten Takt kam dann der Hörter. Ich empfehle dir auch, alles halbtaktig zu spielen. Das bedeutet, dass die erste Takthälfte, die Zählzeiten 1 und 2, unsere Basis ist und in der zweiten Hälfte, ab der Zählzeit 3, folgt dann der Hörter. Zum besseren Verständnis siehst du das beispielhaft an Übung A eingeblendet im PDF zu diesem Video. Welches du auf meiner Seite www.deinschlagzeuglehrer.de findest, habe ich alle 6 Übungen ebenfalls halbtaktisch notiert. Damit dieses Video aber nicht stundenlang dauert, spiele ich nur mal Übung A als Beispiel vor. Übung A1 halbtaktisch in Tempo 90. Nummer 3. Nachdem du alles auch halbtaktisch gespielt hast, spiele den Wechsel der Basis zum Hörter auf jeden Pulsschlag des Taktes. Konkret bedeutet das, dass du zu jeder Viertelnote hin wechselst. Das siehst du anhand von Übung A2 eingeblendet. Auch hier gilt, dass du alle weiteren Übungen in dem PDF-Dokument zu diesem Video ebenfalls so aufgeschrieben vorfindest. Damit du aber auch hörst, wie das klingt, lass es mich einmal für dich vorspielen. Übung A2 in Tempo 90.
Wenn du das alles ausgecheckt hast, dann hast du wirklich schon so einiges geleistet. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Solltest du Fragen haben, so schreib mir eine E-Mail an timo@deinschlagzeuglehrer.de oder hinterlass einen Kommentar unter diesem Video. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und natürlich ein Like zu hinterlassen. Du findest mich ebenfalls unter meinem Namen Timo Ingroth auf Instagram und auf Facebook. Im dritten Teil der Drum-Tutorial-Reihe Mastering the Hurter werde ich die Figur des Hurter mit 16-Noten verknüpfen. Das klingt, wenn man das spielt, wirklich sehr spannend. Schalte also bitte wieder ein. Ich freue mich auf dich. Bleib bis dahin gesund und munter. Mach's gut, dein Timo.